Bürgerbewegung. Und ich begrüße jetzt hier den Jochen Schaaf von der Bürgerbewegung Kreislaufwirtschaft Total. Bitte sehr, Jochen. Vielen Dank. Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten, seit 9 Jahren stehen wir hier und in diesen Jahren hat sich sehr vieles verändert. Durch die zunehmende Verbrennung fossiler Rohstoffe erwärmt sich die Erde in einem rasanten Tempo. Das Ozonloch vergrößert sich. Die tropischen Regenwälder werden beschleunigt vernichtet. Wir erleben eine Zunahme regionaler Umweltkatastrophen, bis zuletzt das Jahrhunderthochwasser im Juli. Das Artensterben geht weiter, die Müllberge aus Plastik an Land und die Meer verbreiten sich. In Fukushima fand sich gegenwärtig die nächste Atomkatastrophe an. EU und Bundesregierung wollen der Solarenergie den Garaus machen. Um dieses Umweltverbrechen zu rechtfertigen, werden auf unseren Rücken die Strompreise systematisch in die Höhe getrieben. Gegen den Willen von Millionen Menschen subventioniert die Europäische Union Kohleverstromung und Atomanlagen zugunsten einer Handvoll Energiemonopole. Es besteht heute die Gefahr der Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und allen menschlichen Lebens durch die Profitwirtschaft. Längst gibt es technische Lösungsmöglichkeiten, die auf schnellstem Weg 100% regenerative Energie durchgesetzt werden könnte. Wir brauchen weder Braunkohleverstromung noch Atomkraftwerke. Die ganze Wirtschaft könnte in Kreisläufen und ohne Müllproduktion funktionieren. Alle Kunststoffe könnten längst recycelt werden. Eine solche umfassende Kreislaufwirtschaft könnte Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen. Ja, wenn da nicht der Kapitalismus wäre. Die Umweltverbrecher sitzen in den Chefetagen der weltweit größten Konzerne und Banken. Ihre Kapitalrendite gehen diese Leute über Leichen und es braucht niemand glauben, dass sie nicht wissen, was sie tun. Es ist auch kein Zufall, wenn die Autokanzlerin Merkel und ihre CDU von der Bandfamilie eine Großspende von 670.000 Euro bekommen hat. Ein Dankeschön dafür, dass die deutschen Nobelkarossen weiterhin ungebremst mit ihren Abgasen weltweit die Luft verpesten dürfen. Wir haben dieselben Gegner. Sie verschärfen die Ausbeutung in den Betrieben ins Unerträgliche. Sie profitieren von Hungerlöhnen, Leiharbeit und den Harzgesetzen. Sie plündern die Rohstoffe aus der ganzen Welt und zerstören so unsere Lebensgrundlagen. Wir sind das Volk. Das ist die Losung der Montagsdemonstranten. Wir sind die Millionen und wir müssen zu einer überlegenen Kraft werden. Eine weitere Vernetzung der sozialen Bewegungen und der Umweltbewegung reicht dafür nicht aus. Wir brauchen neue Organisationsformen, eine höhere Organisiertheit. Die Bürgerbewegung für Kreislaufwirtschaft Total empfiehlt deshalb, macht mit beim Aufbau einer Umweltgewerkschaft, werdet Initiator. Montagsdemonstranten, Gewerkschafter, Umweltkämpfer, Vertreterinnen der Frauenbewegung, der Jugend, unterstützt den Aufbau einer internationalen Widerstandsfront zur Rettung von Mutter Erde. Dankeschön.